Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Ja. Und zwar habe ich mir gekauft das komische Dragonborn DLC für Skyrim, wie man hier unschwer erkennen kann. Das Spiel, um es sich gerade eben handelt. Ja. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich seitdem Skyrim eingelegt und auch wirklich ein Spiel gestartet habe. Okay, ich habe es einmal eingelegt und gestartet, aber kein Spiel, weil ich dann zu Halo 4 eingeladen wurde. Aber das ist nur nebensächlich. Sondern stattdessen habe ich auch keine Ahnung, wie man in dieses Dragonborn-Zeug reinkommt. Und das werden wir jetzt gleich feststellen. Hoffentlich. Was mache ich hier eigentlich momentan gerade? Riftwald. Wie mache ich nochmal B, genau? Okay. Achso, ja, stimmt, ich habe die Liebesquelle gerade eben gemacht. Und jetzt war irgendwas mein Plan, aber ich habe vergessen was. Oh mein Gott, dein Landstreicher! Jetzt reicht es! Na, das ist natürlich dumm. Jetzt warte mal kurz. Ich hab's dann gleich. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt mein Schwert dann auch irgendwann mal hier? Danke. So. Dann wäre das auch endlich mal geklärt. Wo bin ich? Irgendwie bin ich irgendwo. Aber wie und wo und warum? Ich bin irgendwo in Rift, so viel ist klar. Na, Schwert. Noch irgendwer? Nein? Da. Was noch? Du. Okay. Wie renne ich ja nochmal so? Stimmt. Aha, jetzt bin ich dort, wo ich davor war. Das ist natürlich jetzt sinnvoll. Ah, da will ich hin. Da will ich hin. Morgen, Jungens. Ja. Danke. Ah, hier bin ich rausgekommen. Stimmt. Das heißt, hier geht's rein. Nun, dann werde ich, glaube ich, kurz auf den Quest beenden. Dann hat sich das. Du redest mit ihm. Du musst nicht mich ansehen. Alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Du musst beide nicht so mich ansehen. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Oh mein Gott. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe. Jo. Ja, bla bla, triff du deine Vorbereitungen. Ich werde mich jetzt nach draußen verdünnisieren. Lass mich durch, Etienne, der Keller halt. So. Böser sneaky Geheimgang, den ich jetzt hier wieder irgendwie schließen muss, so. Stimmt, ich habe gar keinen Begleiter mehr, weil ich...
Gut, dann muss ich jetzt noch einige Vorbereitungen treffen, nachdem ich jetzt schlussendlich hier rausgekommen bin. Warum? Was zur geht denn hier vor sich? So, das machen wir jetzt erstmal ganz, ganz anders. Patronarchen Power. Nein, die haben mein Pferd getötet. Die haben mein... Diese Schweine haben einfach mein... Ich erinnere mich noch, vor kurzem waren die noch nicht so schwer zu töten. So, Ende Gelände. Wenn sie das jetzt hier erstmal hätte und sie mein Pferd getötet haben. Werde ich nun zum Tempel des Nachtrufers gehen. Und dort meinen lieben Gefährten Erandur abholen. Los! Bam, da sind wir. Und wen haben wir denn da? Ich kenne wir doch. Azuras Weisheit sei mit euch. Vergeuden wir keine Zeit. Genau. Dann war es auch praktisch. Mara beschütze uns. Hab wohl alle Taschen ran voll, wie? Ich helfe gern. Hauptsächlich habe ich dir ein bisschen mehr Rüstung gegeben, als du hier gerade anhast. Möchte gar sagen, du nutzt meine Rüstung gerade im Moment überhaupt gar nicht. Das ist nicht gut. Ich muss eigentlich ihm nur irgendwas geben. Was gebe ich ihm denn? Kann er überhaupt noch was fragen? Ich weiß es nicht. Na, scheinbar kann er nichts vertragen. Ich gebe ihm einfach mal Zwergenpfeile. Wird schon reichen. Dann zieht er hoffentlich die Rüstung nicht an. Er hat doch hier sicherlich irgendwo eine Kiste, mein lieber Freund. Du wirst doch hier wohl eine Kiste haben. Nein, nicht. Tatsächlich nicht. Ja, dann... Wieso trage ich sowas mit mir rum? Okay, es hat eh relativ wenig Gewicht, also somit ist das wurscht. Weiß ich nicht, was du nimmst. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Zwergenstiefel da unten. Weg mit euch. Euch brauche ich momentan nicht. So. Auf, Erandur. Los. Neue Welten erkunden. So. Da draußen hat auch ganz treu mein mächtiger Ding Atronarch da gewartet. Nein, Karte. So. Und jetzt los zu neuen Dingsels. Es wird doch sicherlich irgendwie. Okay. Aha. Ja, fragen wir einfach mal irgendeinen random Bürger, der hier vielleicht irgendwo ist. Vielleicht kann uns der ja etwas sagen.
ob wir irgendwie woanders hinkommen, wo das DLC dann starten möge. Oh fuck. Hier sollte ich, glaube ich, nicht zu dumm runterspringen, weil sonst tut das weh. Für eine kleine Echse wie mich. Durch hier. Super Swoosh. Es gab etwas Unruhe wegen dieser seltsamen schwarzen Tür. Ihr habt nichts mit diesem Wahnsinn zu tun gehabt, oder? Das war doch mal ein böser Hinweis, oder? Psst. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Lang lebe Sithis. Oh. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Ja. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger.